zusammen, hier ist Lucky Luke, euer Austrian Survivor. Wir sind mittlerweile gut in der Mitte von unserer Wildwassertour angelangt. Nach dem gestrigen relativ entspannten Tag mit Wildwassertraining und Campdiensten geht es heute bei strahlendem Sonnenschein und spiegelglattem See weiter wieder zurück auf den Rogen, ein Stück runter nach Süden, und dann können wir hoffentlich die Einfahrt in die Röa, in diesem Wildwasserfluss, der uns zum Femundsee bringen wird, nehmen. An der Stelle angekommen, wo der Rogen in die Röhr mündet. Und man sieht und hört es schon sehr schön. Es geht hier sehr, sehr wild zu. Deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir zunächst einmal das ganze Gepäck umtragen. Und dann werden einige von uns versuchen, diese kurzen Stromschnellen da mit leeren Booten zumindest zu nehmen. Ihr habt es mitbekommen, wir sind gekentert. Die Röhr hat Isi und mich leider abgeworfen. Aber es macht nichts, wir sind alle heil unten angekommen. Wir haben auch alle Boote heil runtergebracht. Marcel und Isabelle haben dann noch das dritte Boot runtergeholt. Haben das Ganze bravourös gemeistert, ohne jegliche Kenterungen oder Verdrehungen. Sind nur mit ein bisschen mehr Wasser im Boot unten angekommen, als sie oben gestartet sind. Und jetzt geht es hier gerade auf einem relativ ruhigen Abschnitt der Röhr weiter, bis wir den nächsten Stromschnellen wieder erreichen, die aber laut Marcel zumindest nicht so schlimm sein sollen wie das, wo wir gerade durch sind. Und wir werden die vermutlich sogar mit Ladung riskieren.
seht, es ist wieder etwas dunkler geworden. Wir sind die letzte Wildwasserstelle, die sogenannte Wilde Gerda, sind wir nicht mehr gefahren. Das ist ohne Wildwasser-Kajaks und entsprechende Erfahrung einfach auch unmöglich und lebensgefährlich. Die Holzfällerhütte, in der wir eigentlich heute übernachten wollten, ist leider von anderen Kanuten belegt. Daraufhin haben wir unser Lager jetzt hier direkt am Ausfluss der Wilden Gerda aufgeschlagen. Ein Boot hat heute leider ein Leck abbekommen. Das haben wir aber zum Glück mit dem Feuerzeug und etwas Plastik wieder relativ gut dicht bekommen. Mit gemeinsamer Arbeit haben wir es auch geschafft, dass wir ein ziemlich gutes Abendessen hier gezaubert haben. Und jetzt lassen wir den Abend noch gemütlich ausklingen. Morgen geht es weiter, gleich mit einer Umtrage. Und in Summe sollten wir morgen 4 Umtragen haben, wobei wir manche von denen vielleicht auch mit leeren Booten fahren können. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video, wenn ich die nächsten Umtragen und die nächsten Stromschnellen zeigen kann, wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut!